Moin Moin und herzlich willkommen hier aus dem Finnhaven in der Hamburger Hafen City. Hier findet heute das Finanzbarcamp 2019 statt und ich habe einen Interviewgast neben mir sitzen, mit dem ich auch schon ein sehr interessantes Podcast-Interview aufgenommen habe, nämlich Luis Pazos. Luis, herzlich willkommen. Moin zusammen. Alles klar bei dir? Immer. Super. Ich habe in der Vergangenheit einen Artikel von dir gelesen, den ich super, super spannend fand, nämlich zum Thema Blitzdepot für Einkommensinvestoren über Trade Republic. Warum hast du so einen Artikel geschrieben? Ja, das war ein, also der besondere Anlass war tatsächlich die Invest. Mhm. Da waren wir auch zusammen, genau. Und die Jungs und Mädels von Trade Republic. Da war das Produkt ja, glaube ich, noch nicht freigeschaltet oder stand kurz vor dem Launch, genau. Und die haben uns ja darüber informiert. Ich fand das Konzept grundsätzlich sehr interessant als App-Broker und wir hatten ja auch die Möglichkeit, vorher mal ein bisschen reinzuschnuppern, uns das mal anzugucken. Und meine Überlegung war halt immer, okay, wie kann ich das Produkt Trade Republic umsetzen für meine Leser? Und mein Blog, da geht es ja eher um einkommensorientierte Geldanlagen mit börsennotierten Wertpapieren und aufgrund des doch etwas eingeschränkten Wertpapierangebots habe ich mir überlegt, wie kann ich tatsächlich eine Einkommensstrategie über Trade Republic abbilden? Und herausgekommen ist eben das Blitz-ETF-Depot. Genau. Und du hast geschrieben, für 500 Euro kannst du breit aufgestellt zum Einkommensinvestor werden. Ja. Wie funktioniert das? Ja, also die Grundidee war erstmal, ich habe mir erstmal geguckt, was gibt es denn so für Einzelwerte. Mhm. Bei Trade Republic, das war teilweise ein bisschen dünn. Mhm. Und zudem zum damaligen Zeitpunkt musste man oder hat Trade Republic noch Gebühren auf Ausschüttungen von Einzelaktien erhoben, die, ich glaube, nicht deutsche Einzelaktien. Das ist mittlerweile abgeschafft, aber das musste ich ja seinerzeit in die Überlegung mit einfließen lassen. Somit kam letztendlich nur ETF in Frage, weil ETF, da galt auch bei ausländischen ETFs, wurden keine Gebühren erhoben für die Auszahlung von Dividenden. Mhm. So, und das war jetzt also der erste Schritt. So, damit stand fest, ich musste mich im ETF-Bereich umschauen. Nun ist es auch so, dass es auch im ETF-Bereich eine Vielzahl interessanter Produkte gibt, die in ausschüttungsstarke, dividendenstarke Titel investieren. Und die Herausforderung war jetzt allerdings, das eben möglichst breit zu streuen, daher die Zahl 5, man könnte es auch erweitern auf 7, aber 5 war eine gute Zahl, um die Anlageklasse Aktien, Renten und Immobilien, sowohl Schwellenländer als auch Industrienationen abzudecken und so wirklich global gestreut, breit abgedeckt mit 5 ETFs diese Anlageklassen zu erschlagen. Mhm. Wenn man sich jetzt noch vor Augen führt, eine Order kostet 1 Euro bei Trade Republic und wenn ich dann zugrunde lege, meine Toleranzgrenze von 1% Orderkosten, die maximal anfallen dürfen beim Handel, dann liege ich halt bei 100 Euro, ja, weil 1% davon eben 1 Euro. Damit ist die minimale Positionsgröße, ab der es meines Erachtens wirtschaftlich ist, zu investieren, liegt dann eben bei 100 Euro. Und somit bin ich bei 500 Euro mit dabei, ein ja, wirklich international aufgestelltes Portfolio aus Aktien, Immobilien und Renten. Und wie hoch ist da die Dividendenrendite, die ich da bekomme? Die war seinerzeit, als ich das aufgestellt habe, ungefähr schwang um die 5%. Aufs Jahr gerechnet und unterjährig. Mhm. Also das war auch noch dazu. Das sind alles allesamt ETFs gewesen, die mindestens halbjährlich, ich glaube einer war sogar dabei monatlich und die anderen quartalsweise ausschütten. Also so, dass ich wirklich auch konstante Rückflüsse über das gesamte, über den gesamten Jahresverlauf habe. Auch angenehm, Trade Republic übernimmt in dem Fall die ganze steuerliche Anrechnung, Abwicklung. Das heißt, es ist auch dann für den Anleger super steuereinfach. Ja. Und ein weiterer Vorteil ist ja, ich muss keinen Broker im Ausland nutzen, so wie du es jetzt im Podcast auch erwähnt hast. Ja, dafür umgekehrt, da haben mich dann auch einige Leser aus Österreich und der Schweiz aufmerksam gemacht. Ja. Die haben sich dann bitterlich beschwert, dass sie kein Trade Republic-Konto aufmachen können. Ja. Das geht tatsächlich auch nicht, weil ich einen deutschen Wohnsitz brauche in dem Fall und denen das verwehrt ist. Aber natürlich kann man das ETF-Depot auch bei jedem anderen Broker, der diese oder ähnliche ETFs im Portfolio, also im Angebot hat, umsetzen. Aber nur zu höheren Kosten.
Dann zu höheren Kosten. Ja. Da muss ich also mit mehr reingehen, also nicht mit 500, sondern mit 5000, dann, damit ich die Quote habe. Ja, das stimmt. Aber umgekehrt, das BITS ETF-Depot kann ich auch, wenn ich es wirklich super bequem haben will, mit eben deutschen Broker, kann ich natürlich auch mit einer beliebig hohen Summe reingehen. Also das kann ich ja auch mit 10.000 oder 100.000 Euro machen und bin dann trotzdem eben sehr gut diversifiziert. Ja, und so starte ich dann praktisch meine Karriere als Einkommensinvestor. So kann ich die Karriere als Einkommensinvestor starten. Da sagen natürlich auch manche, naja, muss man gleich mit einer einkommensorientierten Strategie anfangen. Habe ich früher auch gesagt, nee, thesaurieren ist auch voll, oder ist sogar praktischer. Haben mich allerdings auch manche Leser eines Besseren belehrt, die gesagt haben, obwohl ich jung bin, mache ich eine Einkommensstrategie, weil mir helfen die regelmäßigen Auszahlungen, an denen ich mich erfreue, einfach auch, da fühle ich mich A besser und das hilft mir, die Strategie auch wirklich langfristig durchzuhalten. Und das ist dann vielleicht unterm Strich, das ist aber natürlich von Typ zu Typ unterschiedlich, auch besser, als wenn ich thesaurierende Werte habe, aber dann verkaufe, wenn es mal runtergeht, weil ich nicht den Durchhaltewillen habe. Ja. Du hast jetzt in letzter Zeit auch einen Podcast gestartet. Das geht da auch hauptsächlich um Einkommensströme. Richtig. Da hast du auch einen Partner zu Gast, mit dem du über Einkommensinvestoren sprichst, oder? Ja, genau. Also ich habe ja schon länger einen Podcast, einen Blog-Podcast, wo ich letztendlich meine Artikel vertone, damit man ja, die auch mal auf der Autofahrt sich zu Gemüte führen kann. Ja. Und auch auf der Invest bin ich mit einem sehr eifrigen Kommentator meiner Facebook-Gruppe, da sind wir auch mittlerweile weit über 4.100 Mitglieder, habe ich einfach mal gefragt, ob der Lust hätte, mal ein Format mit mir zusammen zu machen, weil die Einlassungen waren immer interessant und, und konstruktiv. Und dann haben wir gesagt, machen wir einen Einkommensinvestoren-Podcast, so heißt er ja auch. Und da besprechen wir eben, ja, unter anderem solche Themen, aber auch, ja, bestimmte Instrumente, Strategien. Demnächst geht es mal um Risikooptimierung, Renditeoptimierung. Also, ja, so schöne Themen im Dialog. Wir stellen dann zum Abschluss immer unseren Hochdividendenwert des Monats vor, den wir vorher nicht kennen. Bereiten das Ganze auch nochmal grafisch auf in so einer Cash-Ampel, die sich dann der Hörer dann herunterladen kann. So als praktische Übersicht. Super. Ja. Luis, vielen Dank für das Interview. Und wer mehr erfahren möchte, der schaut einfach unten in die Beschreibung rein. Dort verlinke ich den Artikel zum BITS-Depot. Ich verlinke den Podcast von Luis und noch ein paar weitere Links. Schau einfach rein und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.